Das ist erstmal die Definition. So wird die diskrete Fourier-Transformation definiert. Ich erinnere, was wir reingesteckt haben, in die Definition der diskreten Fourier-Transformation haben wir reingesteckt, endliches Abtast, endlicher Zeitbereich, also der Bereich in der Zeit ist beschränkt. Dadurch haben wir endlich viele Abtastpunkte im Zeitbereich. Und die zweite Bedingung, die wir reingesteckt haben, ist, dass die Abtastpunkte, die wir im Frequenzbereich definieren, ebenfalls gleich viele sind. Das ist wichtig. So, Wischpause.